schönen guten Abend und zurück hier zur zweiten Hälfte zum Spiel Arsenal-Barca. Barcelona dezimiert sich selbst. Ich habe jetzt, glaube ich, schon zum vierten Mal dasselbe gesagt. Ich kann es nicht anders sagen, weil hier liegt eine ganz, ganz große Überraschung in der Luft. Messi, der Weltfußballer von 2009, darf man nicht vergessen. Die Wahl für 2010 ist ebenfalls im Februar, also im Februar ist viel los. Cesc Fabregas, Riesenchance. Nasri kam da nochmal, Puyol, der Kapitän, hat seine Mannschaft hier den Rückstand eingebracht. Wieder Puyol, klärt den Ball jetzt immer schön fein, aber das hilft auch nicht mehr. Die brauchen ja unbedingt ein 2-2, obwohl ein 1-0 dann wieder auswärts reichen würde für Barca. Gegen den Auswärtstoren, aber wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, ist das Schwalbe oder ist das Elfmeter? Das ist Schwalbe von Alexandre Song. Ich konnte es schon ahnen, weil ja, er hat zwar geschoben, aber das war doch schon mehr oder weniger Schwalbe. Top war's nicht. Ja. Xavi, Iniesta. Via. Gefährliche Situation gegen Klitschi! Köpft da an seinen eigenen Pfosten und das mit einem Flugkopfbeier. Ich habe irgendwie Lust auf Eigentore. Messi haut den weit drüber. Okay, hier passiert erstmal nichts mehr. Wieder rüber zu Dominik. Dankeschön. Ja, bei mir ist auch noch nichts passiert, außer eine gelbe Karte. Hier die Eckballstatistik. 3-0. Jetzt 3-1. Logischerweise. Da es nochmal ein Eckball gibt und jetzt steht es schon 3-2. Ja, 18 Minuten gespielt in der ersten Halbzeit. Das dürfte nochmal Ecke geben. Nein, gibt Abstoß. So. Die Rossi. Minis. Die Rossi. Vucinic und Totti. Das gibt's doch nicht. Zweimal schießt er den Torwart an und dann schießt er daneben. Das war schon ein Ding hier. Totti zum ersten, zum zweiten und zum dritten schießt er dann daneben. So. Erste Auswechslungen, die ersten beiden Auswechslungen in diesem Spiel. Fernandinho jetzt. Aber Totti. Oh. Wann schießen diese verfluchten Italiener oder diese verfluchten Donetsker endlich? Ukrainer, ja klar. Diese verfluchten Ukrainer mal ein Tor. Ja. Ist ja ein Russe. Wir reden übrigens von der Psychic 007, falls ihr es nicht mitbekommen habt, was man eigentlich eh tun müsste. So. Oh, das war der falsche Mann. Jetzt hätte ich mich schon fast gefreut. Aber... falsch gefreut. Luis Adriano. Jetzt geht's immer hin und her, obwohl jetzt Donetsk nur noch in der Hälfte der Italiener ist. Rom kommt nicht in die Hälfte von Donetsk. Und da gibt's eine gute Freistoßposition. Wieder keine Karte. Aber da ist er jetzt verletzt. Jatson. Da kommt jetzt Eduardo, der Ex-Spieler von Arsenal. Und gelbe Karte für Piquet aus Barcelona und Achavin ist verletzt. Da schauen wir wieder rüber ins Emirates Stadium nach England. Barca gerade zwei Riesenchancen hatte. Theo Walcott konnte zusammen in Asia, also die hätten schon längst führen können. Muss auch mal dazu sagen.
Barca hätte schon wieder längst 3:2 führen können. Platzverweis in Rom. Wir schalten rüber. Srna, oder wie man den ausspricht. Srna. Sieht da rot für dieses Foul. Und ja, bleiben wir noch mal kurz den Freistoß drauf. Dann bleiben wir noch ein bisschen länger da. Abseits Position E. Das war kein Abseits. Das war nie und nimmer. Oh, da doch. Ja klar. Ich habe jetzt auf den hinteren Spieler nicht geachtet. Da muss ich dem Schiedsrichter bei PES mal recht geben. So. Fernandinho. Ja. Ins Ausgeschlagen. Douglas Costa Luis. Adriano, und jetzt ist wieder frei im Emirates Stadium. Da schalten wir hin. Weil er wollte eigentlich rüberschalten. Da gab es Randale im Stadion. Kurze Spielunterbrechung, aber es ging sofort wieder weiter. Ja, weil Achavi nach seiner Verletzung ist wahrscheinlich bei einigen russischen Fans, wie bei André, ein bisschen die Sicherung durchgebrannt. Und deswegen kann es passieren, dass manche da überreagieren. Puyol. Abidal. David Silva, Iniesta. Via, Xavi, also wie gesagt, die hätten schon 3:2 führen können, ja, das ist fast klar. Aber sie nutzen ihre Chancen nicht. So, jetzt ist hier auch schon die 90. Minute. In 2 Minuten gibt es oben drauf und jetzt muss Barca kommen. Soriano auf Messi. Zu der Franzose. Maxwell. Wieder Puyol. Jetzt muss der Ball aber nochmal kommen. Nee, verlieren ihn. Alexandre Song. Das heißt, Barca verliert. Ja, sie verlieren 2:1. Läuft bei dir das Spiel noch? Bei mir läuft's noch. Sofort drüber. Ja, wieder bei einem Einwurf. Was ist denn das? Immer bei einem Einwurf. So, Eduardo jetzt. Eduardo in Aktion. Das war abseits. Oder war es wirklich abseits? Also, wo wäre denn das abseits gewesen? Also wieder mal gravierende Fehlentscheidung vom Schiedsrichter. Also wie ich das jetzt gesehen habe. Aber die Schiedsrichter entscheiden hier, wie sie wollen. Wäre so und so ins Ausgegangen. So, jetzt ist dann gleich die 90. Minute. Ja, 3 Minuten gibt es sogar oben drauf. Das ist schon... schon... Stückchen. Totti. Vucinicca steht 1-0. Da schießt Rom in der 90. Minute. Das gibt's doch nicht. In der 90. Minute schießen die noch das Tor. Ist das unglaublich. Totti war es, glaube ich. Ja, Totti. Francesco Totti. In der 90. Minute. Unglaublich. So, wird jetzt nochmal angepfiffen. Ja, müsste eigentlich nochmal angepfiffen werden. Wir haben... Aber Nachspielzeit ist um. Aber jetzt Donetsk nochmal. Spannend bis zum Schluss. Und jetzt ist es vorbei. Und Totti wird gefeiert werden. Der Held des Stadio Olimpico. Also, dann bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie sportlich.